Ohne Gott, liebe Freunde, ist kein Leben. Nun wissen Sie, wonach Sie streben. Es sind keine Sprüche, nehmen Sie das nicht als Spruch auf, sondern beherzigen Sie, was Sie Gutes heute hier empfunden, dass Sie das Gute beherzigen und das Gute dann auch so in sich aufnehmen und festigen, dass Sie es nie mehr verlieren und dass Sie immer dem Guten, dass Sie immer Gott dienen können. Es gibt viel mehr zu sagen, aber das, was noch zu sagen ist, Freunde, Sie haben sich selbst noch viel zu sagen und das sagen Sie auch. Rufen sich auch selbst zur Ordnung. Geben Sie doch zu, seien Sie offen, seien Sie ehrlich, seien Sie kein Feigling, dass Sie dem Schweinehund dienten, dass dieser in Sie war und dass dieser wirklich Sie zu dem Bösen bewegte. Nicht, dass Sie ein Schweinehund sind, nicht, dass Sie ein Böser sind, nein, Sie sind und bleiben göttlich. Aber dass Sie, dass Ihr Körper vom Bösen erfasst und vom Bösen geführt, verlockt und verleitet wurde, dass Sie zu schwach geworden, dass Sie keine gute Kraft mehr hatten und somit dem Bösen dienen musste, das ist nicht nur mein Feind, das ist unser Feind. Und diesen muss ich von den Menschen drängen. Ich muss ihm um das Böse bringen. Das Böse können wir nicht vernichten, das kommt immer wieder. Und der Mensch ist umgeben von dem Bösen. Er selbst muss kämpfen um sein Hiersein. Er muss kämpfen, er muss Kraft haben, um das Böse nicht so weit kommen zu lassen, dass es ihn ergreift oder dass das Böse in ihm hineindrängt, sodass er nachher zu schwach ist und das er nicht mehr herausbefördern kann. Glauben, dass Sie mich verstanden haben. Ich möchte aber nicht verfehlen und auch nicht vergessen, unseren Freund und Gastgeber, Hermann Castorf und seiner Frau und Kinder, hierfür zu danken, dass Sie uns auch heute wieder die Gelegenheit gegeben haben, dass wir beisammen sein durften. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich danke auch für Sie. Brauchen Sie nicht alle zu sagen. Darf ich? Wie ich für Sie bitte und bete, darf ich auch für Sie danken. Ich danke auch im Namen aller, auch in diesen Tagen, was gewesen ist. Ohne ein Wort zu sagen, also Freunde und Gastgeber halten das für selbstverständlich. Nun aber dürfen wir, liebe Freunde, nicht vergessen, wer unser großer Gastgeber ist. Das ist Gott, dass wir uns auch ihm dankbar zeigen. Ich glaube, wir werden unseren Freund Hermann auch keine Schande antun. Ich glaube, dass wir uns ja gut und richtig bewegt haben und dass er nicht zu beanstanden hat. Wenn ja, dann hätte er uns schon was gesagt. Und so wollen wir uns auch im Leben, in diesem Erdenleben, gut verhalten, dass Gott wirklich nichts zu beanstanden hat. Wir sind nun mal auch hier seine Gäste, Gott ist unser Gastgeber. Er hat auch an allem gedacht. Es ist alles vorhanden, nur muss der Mensch dahin geführt werden, damit er wieder gestärkt ist. Nicht nur von Essen und Trinken lebt der Mensch, nein, Freunde, dazu braucht er noch die Kraft. Aber weiter will ich heute Ihnen nichts sagen. Ich glaube, ich habe Ihnen viel gegeben, viel geben dürfen. Ich weiß auch, dass Sie viel aufgenommen haben. Nun, das Aufgenommene, das lassen Sie in sich aufgeben. Aber geben Sie sich bitte nicht mehr mit dem Bösen ab. Dann wird es wieder schwer. Dann müssen Sie immer wieder von vorne beginnen und immer wieder neuen Anschluss haben. Denn das Gute geht dann verloren. Verlieren Sie es. Festigen Sie es in sich. Nochmals, alles Liebe, Gute. Herzlichen Dank. Sie haben auch eine Einladung gekriegt. Ich habe sie in der Tasche. Haben Sie auch eine wirkliche Einladung erhalten? Eine richtige Einladung? Ja, ich habe eine in der Tasche und eine habe ich im Herzen. Dieses ist die richtige, aber ich brauchte auch eine irdische. Das ist die auf Papier. Das ist menschlich, das ist irdisch hier. Das Göttliche ist, die Ladung im Herzen zu haben. Ich habe sie aber nicht für mich nur bekommen, ich habe sie auch für Sie.
Sie haben ja auch eine gute Lage. Auf Papier oder von Mund zu Mund, was weiß ich. Aber auch im Herzen. Und jetzt, liebe Freunde, werden Sie sich wirklich besser, jetzt werden Sie sich wirklich gut verstehen. Also, noch einmal. Alles, liebe Gute. Die Wahrheit muss immer gesagt werden. Ich bin nicht feige. Nun nehmen Sie auch diese Lehre an und seien auch Sie nicht feige. Die Wahrheit kann nur der sagen, der sie selbst erfahren hat. Und der in dieser lebt, der kann davon sprechen. Der kann alles sagen, was Wahrheit ist. Wer nicht überzeugt ist, der kann nichts sagen. Der kann nur das Wort Wahrheit im Mund nehmen und die dumme Frage stellen, was ist Wahrheit? Ich weiß, was für uns, was überhaupt das Wort Wahrheit bedeutet. Ich weiß, was das Wort Glaube bedeutet. Ich weiß es. Aber ich habe es Ihnen ja heute alles gesagt. Also noch einmal, alles Liebe, Gute. Ein gesundes Wiedersehen, Freunde. Wiederschön. Mm-hmm.